Die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit über 21 Jahren. Meiner langjährigen Beobachtung nach steht im Mittelpunkt des Lebens eines jeden Menschen eine Entscheidung an. Und es gibt im Kern zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A, du triffst diese Entscheidung bewusst. Und damit wandelst du über kurz oder lang auf deinem ganz persönlichen Erfolgsweg. Oder Möglichkeit B, die Entscheidung wird niemals bewusst getroffen oder es wird gar bewusst verdrängt. Von welcher Entscheidung spreche ich? Bevor ich auf diese Entscheidung eingehe, noch ein Hinweis. Zum Ende dieses Videos habe ich für dich ein Geschenk. Ein Geschenk im Gegenwert von 79 Euro, was du dir dann direkt abholen kannst, ohne Wenn und Aber. Und darauf werde ich dann zum Ende dieses Videos eingehen. Doch das Wertvollste, was ich dir mit diesem Video rüber zu gereichen denke, du weißt, was ich meine, das ist die Antwort auf die Frage, um welche Entscheidung geht es denn? Und wenn ich dir jetzt sage, um welche Entscheidung es geht, dann wirst du sagen, ja klar, ist doch logisch, ist doch selbstverständlich. Und wenn du dann aber eine Ebene tiefer in dich hineingehst mit der Frage, inwiefern du diese Entscheidung tatsächlich schon getroffen hast, dann kann es sein, dass du nachdenklich wirst und dass dir vielleicht dabei bewusst wird, dass es da noch Nachrüstbedarf gibt. Und das Gute ist, je früher du damit anfängst, desto besser. Vielleicht ahnst du es bereits. Um welche Entscheidung geht es? Es geht um nicht mehr und um nicht weniger in Bezug auf die Entscheidung, als um die Entscheidung, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben. Und die Kurzform lautet, ich entscheide mich dafür, mein Leben nach meinen Vorstellungen zu leben. Hört sich ganz einfach an. Es geht aber hier um weit mehr als nur um Lippenbekenntnisse. Denn wenn du dir die Frage stellst, beziehungsweise wenn du dir bewusst machst, was da so alles dranhängt, dann wird dir wahrscheinlich schnell bewusst, vielleicht braucht es auch eine Weile, um überhaupt danach handeln zu können, gemäß der Entscheidung, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben, brauchst du erstmal die Antwort oder ein ganzes Kompendium an Antworten auf die Frage, was ist es denn, was dein Leben nach deinen Vorstellungen überhaupt ausmacht? Und darauf will ich unter anderem in diesem Geschenk eingehen, und zwar sehr professionell, sehr zielgerichtet, was ich dir zum Ende von diesem Video anbiete. Das ist also die zwingende Herausforderung. Das ist die zwingende Voraussetzung dafür, dass du tatsächlich dein Leben nach deinen Vorstellungen leben kannst. Denn wenn du dich nie professionell auf die Suche gemacht hast, ja nach deinen Antworten, nach den Antworten auf die Frage, was dich, was dein erfülltes Leben rundherum ausmacht, ja, dann kannst du natürlich keine Pläne daraus ableiten, wie du dein Leben dann leben könntest, denn wenn du nicht weißt, wie, ja, dann stocherst du wie die allermeisten Menschen mehr oder weniger im Nebel rum. Man kann dich dann zwar beschäftigen, man kann auch viel Geld dabei verdienen, sein Leben nicht zu leben, aber egal wie viel oder wie wenig Geld man verdient, während man sein Leben nicht lebt, ja, das zu wenige Geld fühlt sich sowieso sehr bescheiden an und das viele Geld, und das weiß ich von vielen, vielen Menschen, mit denen ich im Laufe der Jahre sprechen durfte, fühlt sich für die Menschen, die ihr Leben nicht leben, falsch an. Und insofern, die haben dann vielleicht Besitztümer angehäuft, erleben diese Besitztümer aber nicht als innere Reichtümer. Und die fahren dann zwar vielleicht ein teures Auto, können es aber gar nicht genießen. Oder sie haben vielleicht ein tolles Haus, vielleicht sogar ein Privatjet, können es aber nicht wirklich genießen. Und insofern, das, was oberflächlich betrachtet so leicht wirkt, ist im Kern auch leicht und es ist sehr herausfordernd. Und die zweite zwingende Voraussetzung, die es letzten Endes braucht, wenn du es wirklich ernst mit der Entscheidung, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben, meinst,
Diese große Herausforderung besteht darin, deine Energien für dein Leben frei zu bekommen. Oberflächlich übersetzt bedeutet das, dein Leben selbstbewusst zu leben. Tiefgreifender betrachtet erfordert das, deine inneren Bremsen zu lösen. Das wiederum wirft die Frage auf, gibt es denn überhaupt innere Bremsen in dir, die gelöst werden könnten, die gelöst werden müssten? Und die Antwort auf diese Frage, die findest du ganz einfach heraus, indem du dir die Frage stellst, ob du in allen für dich momentan wesentlichen Lebenssituationen so aus dir herauskommen kannst, wie du das möchtest. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du unangemessen kritisiert wirst, reagierst du dann verletzt oder bleibst du gelassen und reagierst professionell souverän? Oder verdienst du im Moment schon das, was du verdienst? Oder hat dich dein Chef vielleicht mal wieder vertröstet in Bezug auf die Gehaltserhöhung? Oder falls du selbstständig bist, ist dir vielleicht seit langem bewusst, dass du eigentlich viel zu wenig für deine Leistungen in Rechnung stellst, damit eben unter Wert lebst. Und letzten Endes ist auch das ein Zeichen für gezogene innere Bremsen. Lebst du bereits die Beziehung, die dich von innen heraus erfüllt? Oder bist du unzufriedener Single, traust dich vielleicht einfach nicht, den Mann, die Frau deiner Träume anzusprechen? Oder du bist in einer unbefriedigenden Partnerschaft. Ohne Partner möchtest du nicht sein, aber mit dem Partner, mit dem du gerade zusammen bist, auch nicht wirklich. Ja, aber etwas veranlasst dich immer noch sozusagen ein Beziehungsleben zweiter Klasse zu führen. Nach dem Motto, besser zweiter Klasse als dritter Klasse. Aber wenn es dir mit der Entscheidung, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben, wirklich ernst ist, ja, dann ist klar, es gibt nur eine Klasse für dich, nämlich die erste Klasse. Und das, was ich oberflächlich betrachtet vielleicht sehr egoistisch anhören mag, ist es im Kern auch. Aber und oder aber, es ist kein kalter Egoismus, sondern es ist ein weiser Egoismus. Aus der Haltung heraus, dass nur die Liebe, die du dir selbst entgegenbringst, du anderen Menschen entgegenbringen kannst. Aus der Haltung heraus, dass du nur den Respekt, den du dir selbst entgegenbringst, anderen entgegenbringen kannst. Aus der Haltung heraus, dass nur der Erfolg, den du dir selbst erlaubst, der in deinem Leben gewachsen ist, wachsen darf, dass du nur an diesem Erfolg andere Menschen teilhaben lassen kannst. Kurz, wie im Innen, so im Außen. Und in dem Maß, wie du in deinem Leben noch gebremst unterwegs bist, und nach meiner Beobachtung gilt das für über 80% aller Menschen, unabhängig vom Bildungsgrad, unabhängig vom Vermögensstatus. In dem Maß, wie du also noch gebremst unterwegs bist, kannst du dieser Entscheidung, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben, aus sehr naheliegenden Gründen nur sehr bedingt nachkommen. Denn du kannst zum Beispiel einen Ferrari haben, und wenn du gleichzeitig mit einem Fuß auf der Bremse stehst, zur Sicherheit die Handbremse angezogen hast und Vollgas gibst, kommst du zwar von der Stelle, aber die Folgekosten sind immens hoch und möglicherweise zieht dich jemand mit einem was weiß ich was Billigauto ab, der eben klar auf dem Gas steht und der die Bremsen gelöst hat. Ja, ich möchte dich jetzt nochmal explizit dazu einladen, über die Frage nachzudenken, bist du es dir wert, dass du jetzt in diesem Moment für dich die Entscheidung triffst, ja, ich entscheide mich dafür, mein Leben nach meinen Vorstellungen zu leben. Und wenn ja, und wenn du das Gefühl hast, dass es dir gut tut, dir da noch ein paar wertvolle, ein paar professionelle Impulse zu holen, dann folg jetzt dem Link unter diesem Video. Da lade ich dich nämlich in ein gratis Videotraining im Gegenwert von 79 € ein.
Das sind mindestens 4 Videos, vielleicht werden es 5 Videos, ich weiß es noch nicht genau, die dir helfen, Klarheit zu bekommen über das, was du wirklich willst, die dir helfen, deine inneren Bremsen zu lösen, sodass du deine Entscheidung, so du sie denn getroffen hast, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben, wirklich voll und ganz gerecht werden kannst. Und ich habe dir auch einen speziellen Link eingerichtet, falls du jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht auf den Link unter diesem Video klicken kannst. Und dieser Link heißt 1a.is/79. 1a, 1 als Ziffer 1, A wie der Buchstabe A, Anton, Punkt, IS, IS wie der Beginn von Island, / 79, als die zwei Zahlziffern 7 und 9. Also nochmal kurz, geh auf www.1a.is/79, registriere dich da für das gratis Videotraining im Gegenwert von 79 Euro, das dir hilft, deine inneren Bremsen zu lösen, das dir hilft herauszufinden, was du wirklich willst, sodass du der Entscheidung, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben, gerecht werden kannst und sodass du damit letzten Endes den Erfolg in deinem Leben bekommst, der dir wirklich gebührt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann zeig es mir jetzt gerne mit einem Daumen hoch. Falls du neu hier auf meinem Kanal bist, dann abonniere am besten jetzt gleich, denn dann bist du der Erste, der in Zukunft darüber informiert wird, wenn ich hier entweder live auf Sendung gehe oder wenn ich wie jetzt ein Video hochlade. Und beim Abonnieren klick bitte unbedingt auf das Glockensymbol, denn nur dann wirst du zuverlässig darüber informiert, dass gerade ein neues Video wieder hochgeladen wurde. In diesem Sinne, zeig mir gerne einen Daumen hoch. Ich wünsche dir das Beste für dein Leben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine spannende, eine selbstbewusste Zeit. Mein Name ist Matthias Schwem. Und jetzt zeige ich dir mal noch kurz, in welcher genialen Umgebung ich mich hier bewege. Ich bin direkt in Fußnähe vom Seminarzentrum, von unserem Seminarzentrum in 91575 Winsbach. Winsbach ist ein kleines Städtchen in der Nähe von Nürnberg. Winsbach hat einen eigenen Bahnhof. Der nächste Flughafen, der ist in Nürnberg oder München, je nachdem. Und Winsbach liegt sozusagen mitten zwischen den Autobahnen A6, A7 und A9. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video ein paar tolle Impulse geben konnte. Wie gesagt, zeig es mir gern mit einem Daumen hoch, abonniere diesen Kanal und ich freue mich drauf, dich bald wieder hier zu sehen. Bis dahin, mein Name ist Matthias Schwem.